Staatssekretär Klöße, lieber Justizminister Helmut Rölling, Frau Landrätin Wagner, Herr Schmuse von der Familienförderungsgesellschaft und Frau Doris Specht von der Präventivaktion. Exzellenzen, meine Damen und Herren, Hildesheim ist eine Stadt im Gleichgewicht. Jung und alt, groß und klein, Innovation und Vertrautheit, weltoffen und der heimischen Scholle doch verbunden, kurz, meine Damen und Herren, rechts und Mitte, so und so, Hü und Hott, Hildesheim, wir packen das. Genau.
So lautet unsere Devise im Rathaus und auch für Sie, meine Damen und Herren. Und die Kinder, ich darf die Kinder nicht vergessen. Ja. Sie haben es ja sicher schon gehört, Hildesheim ist auch wieder technologisch auf dem Vormarsch nach ganz oben in der neuesten und großartigsten Technologie direkt nach dem Internet in der boomenden Zeitreisebranche. Die Firma Eurogyros unten am Flugplatz, das haben Sie ja vielleicht auch schon im Huckepuck gelesen oder im Kehrt zurück. Die Firma Eurogyros jedenfalls hat eine Zeitmaschine entwickelt und das ist auch der Grund, meine Damen und Herren, für besonderen Optimismus. Zurück in die Zukunft. Letzte Woche ist der Prototyp der Zeitmaschine, die K1, gestartet. Ein neues Kapitel menschlichen Entdeckertums hat sich hier in unserer schönen Heimatstadt vor unser aller Augen geöffnet. Hildesheim, wir backen. Ja, meine Damen und Herren, die sind ihrer Zeit auch schon wieder weit voraus. Ja, wo waren wir? Ja. Seit gestern, also meine Damen und Herren, wird die Rückkehr der Zeitmaschine K1 erwartet. Sie sollte eigentlich auch heute schon dabei sein bei unserer kleinen Feierstunde. Nun, das ist sie offensichtlich nicht. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht entmutigen. Wir schauen mit Zuversicht nach vorn. Die Zukunft fest im Blick, meine Damen und Herren, präsentiert sich Hildesheim als eine Stadt des Ausgleichs, als eine Stadt im Gleichgewicht. Und genau aus diesem Anlass sind wir auch heute hier, als Symbol für dieses Gleichgewicht, in dem sich unsere Stadt befindet, zwischen Jung und Alt, zwischen Groß und Klein, Tradition und Zukunft gewissermaßen, um ein ganz besonderes Gerät einzuweihen. Auch im Namen unserer Kinder. Auch im Namen unserer Kinder. Wir dürfen die Kinder nicht vergessen. Die sind ja schließlich unsere Zukunft, nicht wahr? Ja. Frau Schulze-Rinkel, ja, hier bitte. Könnten Sie vielleicht Ihres Amtes walten? Ja, sehr gerne. Ja, danke schön. Ich muss mal enthüllen. Schauen, wie das gedacht ist. Ja, Moment. So ähnlich. Ja, ich mache das mal eben. Eine Wippe, meine Damen und Herren. Ja, und zwar eine ganz besondere Wippe. Die ist nämlich eng verwandt mit unserer Zeitmaschine. K1 ist quasi als Abfallprodukt bei der Entwicklung entstanden. Und zwar verfügt sie über eine, ich will das mal versuchen, technisch korrekt zu benennen, über eine pneumatische Doppelpuffer-Scheibenkupplung, die auch ein Wippen von unterschiedlichen Gewichten ermöglicht. Ja, meine Damen und Herren, wir würden Ihnen jetzt gerne die Stadt, das Gleichgewicht, in dem sich unsere Stadt befindet, einmal demonstrieren. Dürfte ich vielleicht zwei Wipper nach vorne bitten? Ja, wer möchte denn? Ja. Und vielleicht noch jemand Kleines? Na, kommen Sie doch mal nach vorne. Wie heißt du denn? Der kleine Dennis. Der kleine Denise, meine Damen und Herren. Ja, und das nennt sie Gleichgewicht. Das kann nur eine Kleinigkeit sein. Einen Moment, bitte. Der Hebel. Könnt ihr etwas spielen? Was? Dieser Hebel, meinen Sie? Einstimmen. Meine Damen und Herren, auch als das erste Auto präsentiert wurde, hat es sich...
lächerlich geklemmt und komische Geräusche gemacht. Wir lassen uns davon nicht abhalten. Zumal der Cheftechniker dieser Wippe auch mit an Bord der Zeitmaschine K1 ist, auf die wir hier warten. Wir haben für Sie etwas vorbereitet. Wenn Sie uns bitte folgen möchten, Sekt und Schnittchen für alle. Ihre Schönheit nicht vorenthalten. Herzlich willkommen in Hildesheim. Und, Herr Bischof! Ist das die K1? Herr Bischof! Nein, unsere war viel kleiner. Ja, Herr Bischof, was sagen Sie? Das ist doch Ihre Stadt, Ihr Jahr. Ihre Kirche wird doch 100, nein, 1000 Jahre oder sowas alt. Und wir sind doch schon so gespannt auf Ihr Werk, von dem Sie uns schon lichtjahrelang erzählt haben. Ja, und wir sind natürlich gespannt auf diese reizende kleine Stadt Hildesheim im Jahre 2010. Ja, meine Damen und Herren, diese Zeitreisen, die sind schon ein Ding. Und, junge Dame, gut gelandet? Na prima. Keine Ahnung, aber sieht wichtig aus. Schulze-Gretel, mein Name. Cora Schulze-Gretel, Hildesheimer Stadtmarketing. Und hier unser Oberbürgermeister Horst Schrader. Ja. Champagner? Ah, meine Damen und Herren, also das ist wirklich eine unglaubliche Überraschung. Wir hatten ja mit der Rückkehr der Zeitmaschine K1 gerechnet. Jetzt kommt die K135 offensichtlich aus der Zukunft. Wir sind völlig überrascht. Also, meine Herren, wir wollten eine kleine Wippe einweihen, vielleicht wenn Sie uns vielen Dank, dabei. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister Schredder. Ja. Schrader. 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 Ja, wie auch immer. Ja. Hallo, liebe Hildesheimer und Innen. Ja, mein Name ist Dirk Zulauf. Ich bin der Reiseführer auf der K135. Und ich begrüße Sie auch im Namen meiner prominenten Mitreisenden. Ja. Wir haben schon eine ordentliche Strecke durch Raum und Zeit hinter uns. Noch ein wenig Ohrensausen. Wir kommen gerade aus Ägypten vor ein paar tausend Jahren, wo wir dem Bau der Pyramiden zuschauen konnten. Eine durch und durch staubige Angelegenheit, meine Damen und Herren. Das kann ich Ihnen sagen. Ja, und jetzt sind wir hier auf unserer kleinen Kulturspritztour in Hildesheim gelandet. Darf ich Ihnen vorstellen, aus Ägypten Ihre Göttlichkeit, Königin Kleopatra! Ja. Und an ihrer Seite der Mann, der nicht weniger beeindruckende Bauwerke hinterlassen hat, seine Eminenz, Bischof Bernward zu Hildesheim! Ja, den sollten wir eigentlich schon ganz gut kennen, nicht wahr? Du hältst dich wohl für besonders schlau, was? Na schön, dann wollen wir mal sehen,
wie gut kennen die Hildesheimer ihren Bischof, beziehungsweise sein berühmtestes Bauwerk, die Michaeliskirche, denn wirklich? Schafft es Hildesheim, den Grundriss der Michaeliskirche hier vor unseren Augen entstehen zu lassen? Moment, Achtung, top, die Wette gilt. Ja, und damit es ein bisschen einfacher wird für Sie, meine Damen und Herren, lassen Sie sich von den Engeln leiten, sozusagen eine göttliche Bedienungsanleitung. Mit den Engeln dürfte das kein Problem für Sie werden. Ja. Engagieren Sie sich für den Bau der Michaeliskirche. Ein schattiges Plätzchen wollen wir haben, wunderbar. Ja, das sieht doch sehr gut aus, die Hildesheimer, wunderbar. Zeigen Engagement für die Michaeliskirche. Das freut einen doch. Lassen Sie sich von den Engeln leiten, die weisen Ihnen den Weg, wie das so Ihr Job ist. Ja. Na, was sagen Sie, Herr Bischof? Das ist wie das Original, ne? Ich bin beeindruckt. Ja, diese Hildesheimer Potztausend, ja, die können anpacken, ja, die bauen das hier einfach mal so hin. Ne? Ja, ja, also wenn ich das richtig identifiziere, da hinten der Chor, ne? Ein Doppelchor. Doppelchor sogar, ja, wunderbar. Ja, und dann hier noch zwei Türme. Ein niedersächsischer Säulenwechsel. Ich werde mir schugge. Ein niedersächsischer Säulenwechsel. Ja, da sage ich doch einfach mal von Saulus zu Paulus, was? Ja, ja. Und hier geht's dann runter in den Kerker. Nein, wie heißt das? Krypta. In die Krypta, ja. Ja, es sollte erst der Weinkeller werden, aber der Weinlieferant hat gesagt. Dann haben wir dann gesagt, doch, die Krypta. Die Krypta, ja, ja, in Vino Veritas, wunderbar. Ja, also ich bin begeistert von Hildesheim. Also ich würde mal sagen, da dürfen sich die Hildesheimer jetzt gegenseitig auf die Schulter klopfen. Wunderbar, ja. Einmal nur auf die Tür, Dankeschön, liebe Hildesheimer. Dankeschön. Das war groß wieder hinsetzen, meine Damen und Herren. Ein wunderbares Engagement von den Hildesheimern. Ja, setzen Sie sich in den Schatten. Wir wollen ja nicht, dass Sie einen Hitzeschlag bekommen. Obwohl, dann werden Sie ja schneller näher bei Gott. Auch eine gute Sache. Ja, mein lieber Bischof. Also, ich bin ja jetzt wirklich mal auf das Original gespannt. Nun ja, meine lieben Hildesheimerinnen und Hildesheimer, zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich für diesen warmherzigen und sportlichen Empfang hier bei Ihnen in Ihrer, in unserer Stadt bedanken. Wahrlich, es hat sich ja doch einiges verändert. Früher war ja die Michaeliskirche von hier aus schon zu sehen. Ja, spannend, spannend. Erzählen Sie doch ein bisschen von damals, lieber Bischof, das kommt bei den Leuten immer sehr gut an. Wie ist es denn zum Bau der Kirche, nein, besser noch, wie sind Sie überhaupt nach Hildesheim gekommen? Nun möchte ich jetzt auch meine reizende Reisegefährtin nicht mit alten Geschichten langweilen. Mein lieber Bernward, ich bitte dich, es ist so anregend mit dir zu reisen und ganz so niedlich sein. Ich will alles wissen von Anfang an, verstehe darauf. Nun gut, wir haben ja Zeit. Im Jahre 992 war ich als Erzieher von Otto III. Am Kaiserhof beschäftigt. Otto war man gerade 12 und seine Mutter, die Theophanu, bat mich, ihm ein wenig das kleine Einmaleins, etwas Griechisch, Römisch und wie man sich bei Tisch benimmt, beizubringen. Ja, Otto, das war so ein richtig kleiner Racker. Ja, er und sein nichtsnutziger Freund Gunther. Ja, die konnten einem manchmal schon richtig den Verstand rauben. Aber wie schon gesagt, seiner Mutter, der Theophanu, konnte ich einfach keinen Wunsch abschlagen. Ja, und dann starb dieser Bischof und ich musste mich entscheiden. Eine Entscheidung. Meine Damen und Herren, jetzt wird's spannend. Ich denke, das schauen wir uns mal etwas genauer an. Herr von Bose! Herr von Bose, könnten wir da mal bitte eine Zeitfensterprojektion bekommen? Koordinaten 992 Hof Otto des Dritten. Mein lieber Bischof, wo war das nochmal genau? Ja, irgendwo bei Worms, Herr von Bose. Vielleicht da vorne auf die Tribüne, es soll ja jeder was sehen können, nicht wahr? Achtung, Achtung! Warnungsangabe für Zeitfenster! Oh, Kaiser,
solchen Momenten bekomme ich auch immer eine Gänsehaut. Ja. Das ist innovative Technik, ne? Das ist zeitgemäßes Entertainment. Wir lassen die Toten auferstehen. Ne? Ja. Die Jungs von Eurogyros, immer für eine Überraschung. Gut, ja. Und das scheint mir tatsächlich der wandernde Hof Otto des Dritten zu sein. Ja, hier. Der kleine Rotzlöffel mit dem Knutschfleck am Hals, das ist er. Der Otto, das ist er. Ja, aber Moment mal. Da fehlt doch jemand. Mein lieber Herr Bischof, wo ist denn seine Mutter, die Theophanu? Ja, ich erinnere mich, Theophanu war an diesem Vormittag etwas unpässlich. Ja, das hatte mich sehr betrübt. Ja, schade. Ich meine, das sieht doch ein bisschen armselig aus, so ohne die Grande Dame des Hauses. Ich meine, das ist doch ohne jeglichen Glanz, dieses Bild. Da müssen wir doch was unternehmen. Was können wir denn da machen? Ich meine, also... Vielleicht könnte ich ja einspringen. Das ist sehr witzig, Frau Schnulze-Schniedel. Kleopatra, meine Blume des Orients. Ihnen dürfte doch die Rolle der Kaiserin wie angegossen stehen. Würden Sie da nicht mal bitte reinspringen? Nun, meinen Sie wirklich? Ich bitte drum. Na, was meinst du denn auch? Das ist eine wunderbare Idee, meine Liebe. Bitte versüße mir diesen Schritt, der mir damals ganz und gar nicht leicht gefallen war, durch deine Anwesenheit. Ja, meine Damen, ein Applaus für Bischof Bernward und Königin Kleopatra. Sehr schön, sehr schön. Mutig, mutig von den beiden. Ja. Und während die beiden ihre Plätze in der Zeit einnehmen, kommen wir mal eben zu der jungen Dame neben mir. Wer bist du eigentlich? Ja, hi, Charlie bin ich. Hi. Ja, und? Ja, Charlie Wichmann aus Hildesheim. Tatsächlich? Na klar. Ja. Und du hast diese Reise nach Hildesheim gewonnen. Wie originell. Ja, Hildesheim ist meine Lieblingsstadt, ne? Ist ja, doch ja. So. Klar, klar. Aber wie ging das vor sich? Ich meine, du bist ja ein echter Star. Ja, das weißt du doch. Ja, aber für die Leute. Achso, ja. Hi, Charlie. Ich habe DSDS gewonnen, 2093 war das. Die DSDS-Gewinnerin von 2093, meine Damen und Herren! Charlie! Ja. Charlie, dann bist du ja so eine Art Lena aus der Zukunft. Wieso, wer ist Lena jetzt? Ja, das möchtest du jetzt gern wissen, ne? Ich kann es immer noch nicht fassen, dass es aus Hildesheim kommt. Ja, da hat die Konkurrenz aus Peine wohl falsch gesungen, was? Ja, Charlie, würdest du uns was vorsingen? Ja, gut, deswegen bin ich doch da. Machen wir ein bisschen Party heute, hä? Ja, Charlie! Ja, hallo! How many roads must a man walk down before you could call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? And danke, danke. Ein Applaus für Charlie aus der Zukunft. Ja, aber ich sehe, die beiden haben ihre Plätze in der Zeit eingenommen. Herr von Bose, ist alles vorbereitet? Wunderbar, wunderbar. Dann schauen wir da jetzt mal rein. Das Aquädukt, eine Errungenschaft der alten Griechen und Römer, weit vor der Geburt unseres Herrn Jesu in Gebrauch, ermöglichte es, Wasser über einen Fluss zu leiten. Bautechnisch interessant und anspruchsvoll, mit Gefälle. Wasserüberfluss! Schiefer Wasserüberfluss!
was mache ich eigentlich? Nun gut, das war vielleicht für den Anfang etwas schwierig, das Aquädukt. Aber ansonsten macht seine Majestät wirklich sehr große Fortschritte. Allein die Architektur scheint ihm nicht so recht zu begeistern. Aber wir sind ja auch mit unserem Latein noch nicht am Ende. Ein Turm. Ein massives Fundament, sich nach oben verjüngend. Eines der architektonischen Grundelemente. Da kann man draufsteigen und runtergucken. Ja, sicher. Achso, und wenn Feind kommt, kann man auch runterschießen. Auch das. Oder man kann hochklettern. Mit einer Liane vielleicht. Oder man kann die Treppe nehmen. Wenn sie drin ist. Und theoretisch können wir noch runterrotzen. Rotzen, da stehen. Im Kreis. Reinritz. Was reinritz? Was reinschütten. Was reinschütten. Oder eine Glocke drauf. Ja, eine Glocke. Eine Fahne umdrehen. Ja, eine Fahne. Haar, ja, wenn man es hat, nicht wahr? Man kann ihn umkippen. Ja, wer wird denn ein solch massives Fundament? Ich meine, das ist ein massives Fundament. Eines der architektonischen Elemente. Oh. Otto der Dritte, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, Kaiser aller Römer, Knecht Jesu und der Apostel, verkünden hiermit. Soeben erreicht uns die Nachricht, dass unser treu untergebener Bischof Gerdak von Hildesheim verstorben ist. Oh mein Gott! Die Trauer ist groß und wir ringen um Fassung. Wir berufen hiermit Kraft des uns von Gott, dem allmächtigen und verlierenden Rechts, meinen lieben und höchst geschätzten Erzieher Bernhard zum neuen Bischof von Hildesheim. Jetzt wird Bernhard Bischof. Also frage ich euch, wollt ihr Bischof von Hildesheim werden? Das ist nicht so einfach. Ich meine, bitte, eure Majestät. Es ehrt mich außerordentlich, von euch würdig befunden zu werden, dieses hochheilige Amt ausfüllen zu können. Meine bisherige Tätigkeit hier am Hof hat mich mit sehr viel Freude ausgefüllt und ich hätte auch noch sehr gerne die nächsten Jahre mit euch und eurer lieben Frau Mutter hier am Kaiserhof. Oh, was denn jetzt? Meine Pflicht ist es nun mal, und wird es auch immer sein, eurem Wunsche entsprechend zu handeln. Ja, so befreie ich euch halt von den doch manchmal lästigen Lateinen und den Studien der Architektur. Packe meine Sachen und tue wie mir befohlen. Verehrteste, hochgeschätzte Frau Kaiserin Mutter, es bricht mir das Herz. Doch ich muss dem Ruf des Heiligen Amtes folgen und mich aufmachen, nach Hildesheim. Willst mich allein lassen? Mit diesem vorlauten Bengel? Diesen hochschranzenden Speicheleckern? Deine Bauklötze einpacken und einfach weg? Du willst mich verlassen? Nein, meine Lieben, nein! Das ist ein Missverständnis, das würde ich niemals tun! Ein Missverständnis! Ich würde doch niemals einen Gedanken dann verständen! So warte doch! Er hat Nein gesagt! Ich bin Bischof von Hildesheim, werden Sie nicht Michaelis bauen. Keine Bernhard, keine Bernhard.
Weltkulturerbe, keine Touristen, keine Einnahmen und auch sicher keine Marketinggesellschaft. Oh Gott. Ich muss meine Frau anrufen, wir haben uns in Michaelis kennengelernt. Ich weiß überhaupt nicht, was das bedeutet. Ja, hallo Schatz. Ja, ich bin's, Horsti. Ein außergewöhnliches Ereignis, meine Damen und Herren. Sie kennt mich. Hier, direkt vor unseren Augen. Das ist live, möchte ich meinen. Oh mein Gott, was soll ich tun? Aber da hat der liebe Bischof jetzt wohl ganz schön was durcheinander gebracht, meine Damen und Herren. Und das ist nicht witzig. Wissen Sie, mit der Zeit verhält es sich wie mit einem Turm aus Bauklötzen. Wenn man unten einen wegnimmt, fällt alles in sich zusammen. Da kann es passieren, dass Ihnen das Mittelalter in die Gegenwart rutscht und umgekehrt. In so einem Zeitparadox ist alles möglich. Merken Sie schon was? Ja, es fängt schon an. Wenn wir das nicht repariert kriegen, dann wird hier nichts mehr so sein, wie es mal war. Nur noch 3 Stunden, dann gibt es keinen Bischof mehr, keine Michaeliskirche, kein Stadtmarketing oder womöglich kein Hildesheim mehr. Meine Damen und Herren, wir müssen den Bischof finden. Nur er kann dieses Zeitparadox rückgängig machen. Wir müssen ihn dazu bringen, seine Entscheidung, nicht Bischof zu werden, rückgängig zu machen. Meine Damen und Herren, und jetzt sind Sie gefordert. Sie müssen zu Jägern des verlorenen Bischofs werden. Ja, und beten Sie zu den Göttern, dass wir ihn finden. Meine Damen und Herren, bitte folgen Sie den Engeln. Folgen Sie den Engeln, meine Damen und Herren. Die Zeit läuft uns davon. Geld, 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 na, 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 na. Geld ist schön, Geld ist geil, Geld ist toll, na, 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 na. Pintando jirafas y relojes, padre. Jirafas. Relojes del otro lado. Relojes, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, sí. ¿Para qué? Vamos a hacer un teatro de primera y no de cuarta categoría, como ese teatroncho que tenemos aquí detrás. Pero has hablado de dinero. Dinero para la patrona. Que viene, que viene, que ya estamos así. Ya vamos, ya vamos. Ya vamos. Sale tan de mal, señora. Vamos. Herrschaften, herbei, herbei. Kommt heran. Wer einen Sitz hat, setze sich. Wer junge Beine hat, möge sich hinstellen, wo immer sich der Wunsch zu stehen ihn verleitet. Dort ist noch Platz, Herrschaften. Und dort auch noch. Das hochprivilegierte Theater Friedrich Schwarz aus Peine gibt sich die Ehre. Der schreckliche Moritat der Magd Mette Engelke. Die allseits bekannte schändliche Magd aus der Hildesheimer Neustadt. Die anno 1582. 1582! Nach vielerlei Verbrechen ihren wohlverdienten Lohn
am Galgen angekommen. Pfui! 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 Dieses Schaustück wird von uns, wie sonst von anderen geschehen, so fürchterlich nicht dargestellt. Und dann kann von jedermann mit allem Plaisir angeschaut werden. Menschen, höret die Geschichte, die es kürzlich ist geschehen, die ich treulich euch berichte, lasst uns ein Beispiel sehen. Mette Engelke, sie war weise, geboren im April, Ziehkind von Meister Albrecht, Müller aus Kleinförster. Der hat sich einstmals ihrer angenommen, fürsorglich in seinem Hausstand aufgezogen und alles da reingesetzt, einen rechten Menschen aus ihr zu machen. Doch wie vermeint, war allem vergeben. Denn ob schon von unserem Schöpfer in kecker Schönheit ausgestattet, war ihr Herz schon in jungen Jahren derb und böse. Mette war ein Frauenzimmer, war frech und lasterhaft. Und sie war unzufrieden immer mit ihrer Dienstherrschaft. Mette Engelke, vorlaut und faul, war dem Müller bald eine Last und so empfiehlt er sie nach Riesheim. Dort verging sie sich bei dem Nägelmacher Arnecke in der Neustadt. Zu Anfang folgsam und wohlgesittet macht sie doch bald dem Riedemeister, seinem schmucken Sohn, schöne Augen. Wow! Doch sind wohl kaum zwei Wochen vergangen, da kam die Unzucht raus. Herrschaft jagt mit Schimpf und Schande mit Hecke aus dem Haus. Und nicht nur aus dem Haus. Meister Henning Arnecke erwirkte beim Hildesheimer Rat den Stadtverweis. Und so wird Mette in den Morgenstunden des 5. März unter den Schlägen der Hütte aus dem Goschentor gejagt. Wo sie in der nächsten Zeit geblieben, weiß keiner zu erzählen. War zu österlicher Zeit, als Gewohnheit ist der Christenheit, dass man da mit den Kreuzen singt und dass es auch zu Gott erklingt. Vier Nächte drauf, in der Nacht zu St. Katharinen, da kommt Mettecke wieder. Sie schleicht an der Wache vorbei in die Neustadt. Und der Atem möchte einem stehen bleiben. Sie huscht auf Arnekes Hof in den Brühl und holt sich Bettwäsche von der Leine. Fünf teure Tücher. Und will mit ihrer Beute abermals durchs Stadttor schleichen. Diebe! Das ist unerhört! Wartet sie! Diebe! 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 Was kriegst du da? Nur ein paar Lumpen, guter Mann. Zeit her! Diese Teufeltücher sollen dir gehören? Ja. Dich backe ich, du sollst Räderstellen vor meinem Hauptmann. Au! So spricht die Wache, nimmt sie und am Morgen
ist Mette des Diebstahls überführt. Mette saß in Eisenbanden bei Wasser und bei Brot. Der Stadtvogt vor dem Hohen Rat verurteilt sie zum Tod. Am Galgen wird die Gott verlassen, gehängt durch einen Strick. Dazu hat sie gebracht, der Witwer und auch die falsche Tisch. All überall in den Kirchen der Stadt predigen die Pastoren am Sonntag zu St. Josef, dass ein jeder sich am Schandweg einfinden solle. Die Diebin Mette Engelke werde am Galgen vom Leben zum Tode befördert. Und dies sei für alle frommen Christen zur treuherzigen Warnung und zum abscheulichen Exempel, dass ein jeder sich vom Begehren fremden Eigentums freimachen solle. Das Knecht mit heißer Zange tut eifrig seine Pflicht. Er zwickt damit die falsche Schlange auf der Straße zum Gericht. Der Tag ist sonnig, die Luft ist frisch und alles, was Beine hat in der Stadt, macht sich auf. Vom Tor den ganzen Windschulweg hinauf stehen sie, das Schauspiel zu begaffen. Der bestohlene Friedemeister Arnike selbst führt den Tross an und auf den Galgenberg. Zu Hildesheim am Galgen, da steht die Diebesbrut, bezahlt für alle bösen Sünden mit ihrem schwarzen Blut. Herrschaften, das ist der letzte Akt. Am Strick soll Mette hängen, bis dass der Tod eintrete. Und als Schimpf und Warnung und als Fraß für Krähen und Geziefer soll sie hängen bleiben, bis dass ihr erbärmlicher Leib von alleine herunterfällt. Sollst nicht stehlen? Ja, schon, aber eine Frau kann doch nicht nackt rumlaufen. Eine Frau braucht etwas anzuziehen, Vater, das könnt ihr nicht leugnen. Und ja, wenn es ein Unrecht sein soll, dass eine Frau ein feines Tuch trägt, dann sagt es nur, wenn eine Frau nackt gehen soll und nicht schön sein soll, sagt es ruhig. Schande! Das verletzt die Regel. Für Anneke war es überhaupt kein Verlust. Er hat mich unter Schlägen der Büttel aus dem Stadttor jagen lassen, ohne mir meinen Lohn vorher zu zahlen. Ich hatte noch was gut bei ihm. Unverschämtheit! Willst du beichten oder nicht?
Außerdem ist Schönheit überhaupt keine Sünde, nur die Eitelkeit. Hey, Josie! Willst du beichten oder nicht, deine Sünden sollen dir vergeben sein. Wenn ihr das sagt, Vater. Oh. Heuchlerin! Du musst bereuen, wirklich und ehrlich. Tust du das? Wenn ihr darauf besteht, vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Hetzi! Was hast du getan? Ich wollte schön sein, Vater. Darum habe ich gestohlen, Vater. Diese und alle meine Sünden tun mir von Herzen leid. Mein Jesus, Barmherzigkeit! Ego te absolvar peccatis tui, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Der Friede sei mit dir, mein Kind. Meine Damen und Herren, es ist mir untröstlich, dass Sie das mit ansehen mussten. Ja, meine Damen und Herren, aber auch das ist Hildesheim. Immer für eine Überraschung. Ich rette Sie! Schrader, bitte! Ja? Ja, Schrader, hier!
Herr Oberbürgermeister Schrader, bitte schicken Sie so schnell es geht 2 bis 3 Einsatzwagen zum BDV-Parkplatz in der Theaterstraße. Ja, hier hängen ein ganzes Volk Piraten rum, ein ganzes Nest. Ja, und außerdem haben wir Staatsbesuch, überraschend, unangekündigt. Bischof Bernward und Kleopatra sind anwesend. Ja, Kleopatra aus Ägypten, woher denn sonst? Wie? Das ist eine Unverschämtheit. Geben Sie mir sofort Ihren Einsatzleiter. Herr Schrader, mir wird langsam die Puste aus. Das wieder ist im Einsatz. Michaelis bricht zusammen. Was sagt er? Der hat aufgelegt. Der hat einfach aufgelegt. Das ist doch unmöglich. Vielleicht eine Belohnung? Ja, das ist eine Belohnung, meine Damen und Herren, liebe Hildesheimerinnen und Hildesheimer. Ich lobe eine Belohnung aus für denjenigen von Ihnen, der manns genug ist, dieses Pack aus meiner Stadt, aus unserer Stadt zu vertreiben. Ja, fragen Sie nicht, was Ihre Stadt für Sie tun kann. Fragen Sie, was Sie für Ihre Stadt tun können. Nein. Eine Belohnung für Pining. Ja, der Olle Pining, aber was bringt mir denn das jetzt? Ja, Dietrich Pining, der ist doch Hildesheimer Piratenjäger, ungefähr 15. Jahrhundert. Ich meine, Sie haben doch extra einen Sitzungssaal nach ihm benannt im Rathaus. Sollen wir dann Zeitfenster aufmachen? Ja, machen Sie, wenn es nützt. Herr von Bose, versuchen Sie alles, was geht. Herr von Bose! Frau Schulze-Kretel, Herr von Bose, wir brauchen da mal eine Zeitfensterprojektion. Peilen Sie mal kurz unter Grönland an. Ja, so ist gut, Herr von Bose. Bisschen weiter südlich. Ja, und jetzt noch eine Minute östlich, Herr von Bose. Ja, sehr gut. Und das Ganze noch eine Woche später, ja. Achtung, Zeitfenster wird geöffnet. Kurz unter Grönland, 1472. Taucht wie ein Sessel, aber zielen kann er. Ja, also gleich taucht er auf. Yeah! Yeah! Oh. Herr Pining, das ist ja ganz großartig, dass Sie sich einen Moment für uns Zeit nehmen konnten. Wie sagt man so schön unter uns Piratenjägern, nicht lang zacken, Kopf vom Nacken. Ja. Vertreiben Sie dieses Pack! Belohnung! Ja, aber klar, aber sicher! Ja, aber sicher, aber klar! Wir könnten ein Zimmer im Rathaus nach Ihnen benennen. Ein ganzes Sitzungssaal nach Ihnen benennen. Kohle! Kohle, oder? Herr Pining, ein Denkmal wäre auch noch drin! Aus Tüster Sandstein mit Inschrift! Kohle! Aber Herr Pining, so ein schöner, stattlicher Mann wie Sie, Sie können es doch nicht einfach hängen lassen. Kohle! Sie müssen uns aber auch ein bisschen entgegenkommen. Was stellen Sie sich denn vor? 5000 Silberkreuzer und ein Sack Salz. Also, das Salz ist überhaupt nicht mehr das Silberkreuzer. Silberkreuzer ist alles. Abgebracht! Na dann, mal los! Wir sind leider. Alternativlos sagen.
Kanada. Kanada? Nee, nee, Herr Piening, das ist nicht Kanada, das ist Amerika. Ein kleiner Schritt für Sie, ein großer für Hildesheim. Es ist also tatsächlich wahr. Großartig. Diese Gelegenheit, die lassen wir uns nicht entgehen. Hier, Herr Piening, nehmen Sie das und rammen Sie das in den Boden. Für Hildesheim. Ha, großartig. Es ist also tatsächlich wahr. Sie haben Amerika entdeckt. Das ist ein Hammer. Da sage ich jetzt mal, yes, we can. Oder auf Hildesheimerisch, wir machen's. Ich bin ein Amerikaner. Ja, bravo. Belohnung. Herr Piening, das wird Ihnen jetzt nicht gefallen, aber wir haben gerade Haushaltssperre in Hildesheim. Das bedeutet, dass wir keine freiwilligen Ausgaben und in Ihrem Fall, das wäre... Kein Geld? Nee, das... Männer! Ja, aber... Männer, komm, wir gehen. Ja, was denn jetzt? Ein Denkmal, ich verspreche Ihnen, ein Denkmal aus Thüster Sandstein. Da muss ich noch mit der Kunstkommission vielleicht eine kurze Verhandlung, aber das verspreche ich Ihnen, das können Sie wenigstens... Schnappt Sie euch! Oh Gott, das ist ein Mann. Oh, ein Regierungsturm ist schon stark beschädigt. Also die Geologen stehen vor einem Rätsel. Ich glaube, Herr Bischof, das ist jetzt nicht. Herr Bischof, der war doch gerade noch hier. Wo ist denn der jetzt schon wieder hin? Wie da lang? Ja. Mist, Herr von Bose, da kommen wir ja gar nicht durch. Was machen wir denn da? Meine Damen und Herren, am besten Sie folgen mir. Und Herr von Bose, Sie fahren außen rum, aber zackig, ja? Kommen Sie, meine Damen und Herren. Wo wollen wir mal?
alle. Ja, wunderbar, das müssen Sie auch, denn die nächsten Kämpfe werden Sie bestimmt von den Hockern reißen. Und das ging Ihnen ja sonst nicht, ne? Ja, haben Sie alle Ihr Programmheft zur Hand? Bitte einmal mit dem Programmheft wählen. Ja, das klappt ja ausgezeichnet. Ja, das erste Gebot hören Sie auf Ihren Reiseführer. Wunderbar, ja. Meine Damen und Herren, darf ich Sie willkommen heißen zu unserem ersten Hauptkampf heute. Es geht um... Moment. Es geht um... Da muss ich nachlesen. Es geht um den halben Reichsadler und die Jungfrau als Helmzier erweiterten Wappen für die Altstadt. Hallo, ja, sicher ein Preis, den wir alle gern gewinnen würden. Ja, meine Damen und Herren, der erste Kampf wird kein Freundschaftskampf, das kann ich Ihnen sagen. Ich war vorhin hinter der Bühne und die haben sich quasi schon zerfleischt. Hier sind sie also, ohne langes Drumherumgerede, in der blauen Ecke, für die Darmstadt und das Bistum, Bischof Heinrich! Und hier kommt sein Herausforderer aus der roten Ecke, Graf Ulrich von Schauenburg! Geht ja gleich los. Noch ist die Ampel rot. So, meine Damen und Herren, jetzt heißt es: Let's get ready to rumble! Ja, die Älteren unter Ihnen werden sich sicher noch daran erinnern: die Zerstörung der Darmstadt. 1332 war das, wenn ich richtig informiert bin. Beide Kontrahenten sind schon seit einer Weile voneinander angepisst. Verständlich. Beide sind Bischöfe. Gleichzeitig. Einer ist gewählt, der andere hat sich sein Amt gekauft. Ja. Ja. Und dann noch dieses Ausländerproblem mit diesen Flammen vor der Stadt. Also Heinrich hier. Ich mach die Flammen. Und Erich hier. Ich mach die Flammen nicht. Aber Sie wissen ja, wie das ist, meine Damen und Herren. Wer Bischof sein will, der braucht Unterstützung. Und vor allen Dingen Sie, lieber Bischof Bernward. Ja, aber eigentlich waren die Flammen den beiden egal. Denn es ging wie immer ums liebe Geld. Volleinnahmen. In diesem Fall. Ja, jedenfalls. Jedenfalls fällt die Darmstadt an einem Weihnachtstag. An einem Weihnachtstag, das müssen Sie sich mal vorstellen. Und von Fallen kann gar nicht die Rede sein. Ein blutiges Massaker war das. Ein heimlicher Überfall. Ja, blutiger, als wir es hier im Ring darstellen könnten. 1, 2. Geschichte wird von Siegern geschrieben, in diesem Fall von Emir. Ja, wunderbar. Ja, das ist Wrestling, das ist live. Meine Damen und Herren, ich rück mal kurz die Matte hier zurecht. Ja, das geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Kommen wir gleich zum nächsten Hauptkampf heute, meine Damen und Herren. Hier kommt jetzt der Herausforderer für die Allianz aller Adligen nördlich des Harzes. Steigt jetzt in den Ring. Herzog Magnus von Braunschweig! Ja. Und wie ich sehe, hat er noch ein paar Freunde mitgebracht. Dietrich Kagelwitt von Portitz. Bischof von Magdeburg, Albert von Reckmarsdorf. Ja,
Erzbischof von Halberstadt, die Grafen Waldemar und Heinrich von Anhalt, Stadthauptmann Henning von Steinförde, Domherr Graf Albrecht von Wernigerode und noch eine ganze Menge Ungenannter von und zus. Und die marschieren jetzt Richtung Hildesheim. Ihr Auftrag, vernichten Sie die feindlichen Armeen. Meine Damen und Herren, es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber das sieht ganz schön schlecht aus für Hildesheim. Aber hier ist er trotzdem. Bischof Gerhard von Bergen! So, und jetzt heißt es wieder, Sie dürfen mitrufen. Let's get ready to rumble! Ja, sehr ungewöhnlich. Meine Damen und Herren, Hildesheim war reich und mächtig, ob Sie es glauben oder nicht, da wollte jeder ein Stückchen vom Kuchen haben, ja. Und Gerhard hier, der hat keine Chance. Aber getreu nach dem Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, macht er sich auf den Weg. Ja, hier die Mitte des Rings, das wäre dann Dinkler. Na, klingelt's bei Ihnen? Die Schlacht bei Dinkler. Ja, da treffen sie aufeinander und da kriegt der Gerhard jetzt sein Fett weg. Hallo! Der Gerhard kriegt jetzt sein Fett weg. Der Gerhard kriegt sein Fett weg! Und Hildesheim fällt. Nein! Ja, das ist Wrestling, meine Damen und Herren. Wenn da mal nicht der heilige Michael auf dem Schlachtfeld stand, nicht wahr? Ja, das ist live, das ist Wrestling. Und Wrestling bringt mich dazu, dass wir noch zwei weitere Kämpfe im Programm haben, meine Damen und Herren. Kommen wir gleich zum nächsten Kampf, den ich ja jetzt mal als Kampf des Jahrtausends bezeichnen möchte. Hier steigt jetzt in den Ring für die Katholiken der Hildesheimer Bürgermeister, Hans Wildefür! Das sind Sie. Guten Abend. Guten Abend. Hildesheim, wir packen das. Wir packen das. Ja, und ungeschlagen in vielen Kämpfen, sowohl solo als auch im Team mit Martin Luther für die Protestanten, Dr. Johannes Bugenhagen! Ja, da kommt auch schon unser Nummerngirl, Nummernboy. Ja, da bin ich jetzt mal auf die Körbchengröße gespannt. Ja, das ist Unterhaltung hier. Wunderbar, auf diese Beine können Sie bauen. Und jetzt heißt es wieder, meine Damen und Herren, let's get ready to rumble! Und so wie es aussieht, wird das ein ganz kurzes Match, meine Damen und Herren. Einmal kurz hat Bugenhagen in der Andreaskirche gepredigt und schon steckt Wildefür im Schwitzkasten. 1, 2, 3, Mixer watschen und da liegt er auch am Boden. Ja, der Bugenhagen kennt keine Gnade. Ja, das ist der ganz persönliche Kreuzweg von Hans Wildefür. So ist das im Wrestling. Überraschung über Überraschung. Wo gehobelt wird, da fallen noch Späne. Ja, ich glaube, ich kann schon mal anfangen auszuzählen. Da ist nichts mehr zu holen. Von Hans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, nein, der Hansi! Der Hansi rappelt sich wieder auf. Und was ist das? Der Gegenreformationsschlag, meine Damen und Herren. Der Gegenreformationsschlag.
Eins, zwei, drei. Noch mehr. Aus! Aus! Sehr schön, meine Damen und Herren. Das würde ich als ökumenische Verabschiedung bezeichnen. Ja, sehr gut. Auch damals schon. Ja, so ist das. Sensation über Sensation. Spannender geht es noch wirklich nicht mehr. Und während sich die nächsten Kämpfer vorbereiten, werde ich jetzt dieses schöne Stück Stoff versteigern. Wir machen das ganz einfach. Das Mindestgebot liegt bei 20 Euro und Sie bieten einfach mehr. Ne? Sie dürfen auch in 100er oder 1000er Schritten hochgehen. Meine Damen und Herren, ich höre das erste Gebot. Oh, das zeugt nicht von großem Vaterlandsgefühl. Na, Herr Aßmann, für die nächste Sonntagspredigt ein bisschen Farbe bekennen. Ja, gut, dann trage ich Sie heute Abend selber. Das wäre super angekommen, sage ich Ihnen. Naja, dann weiß ich auch nicht, wie ich weiter fortfahre, erzähle ich einen kleinen Witz. Treffen sich zwei katholische Priester, sagt der eine. Ob wir das noch erleben, dass wir heiraten dürfen, sagt der andere. Na, ich glaube nicht, aber vielleicht unsere Kinder. Ja. Gut, meine Damen und Herren, kommen wir zum nächsten und zum letzten Match. Ja, da ist jetzt wohl gerade ein Engel durchs Bild gegangen. Nun gut. Hier kommt jetzt unser nächster Kämpfer für die Märzrevolution, für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, Friedrich Weinhagen und sein Herausforderer. Cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás cantando junto a mí, y así verás tu canto, tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. Me quiere cantar que el pueblo va a triunfar, avanzan ya banderas de unidad. Hier los! Alle mal schöne Ruhe, alle Ruhe sich vom Fleck. Wir haben eine Anzeige wegen Ruhestörung bekommen. Wer ist denn hier der Verantwortliche? Ja, das hätten wir uns eigentlich denken können. Gut! Name und Adresse fürs Protokoll? Schnell! Alle! Alle. Kollegin, das machen wir auf dem Revier. Aber den nehmen wir uns erstmal mit. Junger Mann, kommen Sie mal mit. Es will die Freiheit! Ja, komm, es ja, ja, komm, Freiheit. Komm. Sind die Bullen weg? Oh, das tut mir leid, meine Damen und Herren, das kam jetzt ein bisschen überraschend, aber so ist das mit der Demokratie manchmal. Ja, ach du meine Güte, was ist denn mit dem Bischof passiert? Den brauchen wir doch noch, der muss das Zeitparadox reparieren. Ja, so kann er nicht mehr weglaufen, aber Sanitäter, Sanitäter! Ja, da kommen schon Sanitäter. Oh, ob da zwei Mann reichen, ich weiß ja nicht. Ja, am besten bringen wir ihn ins Rathaus. Da ist es schön kühl und schattig. Ja. Ja. Was ist das? Aus organisatorischen Gründen Zutritt zum Rathaus verboten. Naja, super. Naja, wir haben ja den bedauerlichen Zustand vom Oberbürgermeister gesehen vorhin. Ne? Da haben wir Verständnis für. Ja. Ah, Moment. Ich kriege hier gerade Polizeifunk rein. Ach du meine Güte, die Sakristei der Michaeliskirche ist eingestürzt. Die gesamte Sonntagskollekte ist verschwunden. Ja, Spurensicherung ist vor Ort. Mein Gott, das nimmt ja Dimensionen an. Wo bringen wir ihn jetzt hin, wenn wir nicht ins Rathaus dürfen? Sie haben Ihr Wagen ins Parkhaus, sehr gut. Also wir bringen den Bischof jetzt ins Parkhaus, meine Damen und Herren. Und hoffen,
dass er bald genesen wird. In der Regel hilft ja ein Schluck Rotwein. Und bitte folgen Sie dem Bischof, den Sanitätern und mir dann ins Parkhaus, meine Damen und Herren. Thank you.
Schlaf des Bischofs den Lauf der Zeit ein wenig aufgehalten und verlangsamt, sodass wir Ihnen und uns jetzt 30 Minuten Pause gönnen. Wenn Sie etwas für Ihr leibliches Wohl tun möchten, gehen Sie rauf auf den Marktplatz. Sie finden dort unter den beiden linken Arkaden des Rathauses einen Ort, wo es zu essen und zu trinken gibt. Wenn Sie ein gegenteiliges Bedürfnis haben, gehen Sie einfach links am Rathaus vorbei. Da finden Sie ein paar Meter weiter hinten einen Toilettenwagen. Und wenn Sie mit all dem noch nicht ausgelastet sind, lege ich Ihnen wärmstens ans Herz, Ihr Ohr den Hildesheimer Kostümführerin zu leihen, denn die warten da oben auf Sie mit weiteren Hildesheimer Geschichten und es lohnt sich, Ihnen zuzuhören. Folgen Sie den Engeln. Sie werden merken, um 18.10 Uhr gehen Sie oben auf dem Marktplatz weiter. Also weiter jetzt, oder wie? Ja.
kleines Übel. Hat er aufgeschlafen? Was? Hat er aufgeschlafen? Wir laufen an die Wand der Natur!
bin reich genug. Das Beste, das konnte uns gar nicht passieren. Profil unserer Stadt aus. Sonst müssten wir auch die ganze Rosenroute umschreiben. Was Besseres konnte uns gar nicht passieren. Und die Umwegrentabilität. Hannover hat ja noch nicht mal ein Weltkulturerbe. Über den Daumen 50.000 Besucher, 100.000 Übernachtungen, 200.000 Abendessen, 85.000 Personen, die parken, die aufs Klo gehen, Entschuldigung, die Gebühren bezahlen. Etwas Besseres konnte uns gar nicht passieren. Wir machen die Kirche neu. Besser! Ja, hervorragende Idee, Frau Schulze. Grete, und zwar bauen wir sie originalgetreu wieder auf, weil dann verlieren wir ja außen nichts. Ne? Und innen rein bauen wir ein Shoppingcenter, was wir da allein mit den Parkplätzen verdienen könnten. Oder einen Bahnhof. Ja, jetzt hab ich's. Wir bauen die Kirche wieder auf. Innen rein ein Shoppingcenter, unten drunter einen Bahnhof und dann noch eine Parkgarage. Ja, das nenne ich Stadtprofil aufwerten. Ein Park im Haus. Ich baue auf diesen Hügel ein Meisterwerk des Quantenrealismus. Alles muss hängen, schweben, atmen, schwitzen, frei im Raum fliegen, ja. Asymmetrisch, frei wie mein Geist. Aber es fließt alles wie ein Camembert, ja. Ja, aber es fließt nach oben und nach unten, alles gleichzeitig. Ein Monument für das Unterbewusst. Himmel und Erde müssen sich berühren. Und in mir sind sie vereint. Ich bin Pharaonin und Göttin. Ich bin hier. Ein quadratischer Grundriss, darauf vier Dreiecke, wie die Pyramiden. Ganz einfach. Hauptsache es groovt. Ich hab den Beat, wir haben alle unseren Beats, klar, ne? Jo, ich hab Platin gewonnen, aber ihr könnt das auch. Ich mach Yoga mit Brad Pitt, aber ihr könnt das auch. Wir können das auch. Das originalgetreu nämlich. Hat doch auf dem Marktplatz auch geklappt. Wenn wir lange genug behaupten, dass es echt ist, dann wird es auch echt. Der Zuckerhut ist 500 Jahre alt und wird in 2 Wochen eröffnet. Das ist hier in Hildesheim überhaupt kein Widerspruch. Wir haben da unsere Fachleute. Ja, ein Bahnhofseinkaufszentrum in einer Kirche. Ankommen, Andacht, Einkaufen, das ist ja alles eins. Seelenheil und Shopping mit ICE-Anbindung to go. Halt! Niemand weiß doch hier irgendwas. Weiß hier irgendwas besser. Das Problem ist, Sie glauben, Sie sind so verschieden. Dabei sind Sie sich so ähnlich. Auf der Suche nach Erfolg, Glück, Trost. Vielleicht ist das kein Zufall, dass das gerade hier passiert. Nehmen wir doch mal an, es gibt besondere Orte. Ich weiß nicht, was an diesem Ort auf dem Hügel da oben so Besonderes ist. Aber nehmen wir doch einmal an, es wäre eben kein Zufall, dass dieser Ort seit Jahrtausenden immer wieder benutzt wird. Für die Magie, zur Heilung, zum Spielen, für eine Kirche. Wäre es da nicht eine Sünde? Wir würden die Mehrheit der Menschen von einem solchen Ort ausschließen, nur weil das, woran Sie glauben, einen anderen Namen hat? Lassen wir die Namen weg. Der eine findet seine Stärke in dem, was er Glauben nennt. Der andere findet sie im Bier oder im Blues. Wir nähern uns dem Göttlichen, indem wir unsere Seele öffnen und uns erleuchten lassen. Was? Wenn es Orte gibt, an denen uns das besser gelingt. Ich sage, wir bauen ein Haus. Nicht für sie oder ihn. Wir bauen ein Haus für alle. Ich sage, wir bauen eine Himmelsleiter.
aber in keinen bestimmten Himmel, sondern in den Himmel in uns allen. Eine Leiter zu dem, was keinen Namen hat, weil es viele Namen hat. Bauen wir ein Haus, in dem jeder willkommen ist. Und bauen wir es an einen ganz besonderen Ort. Jetzt! Herr Bose! Los, ehe das es zu spät ist. Und wenn ich das Ding eingehendig baue, wir müssen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Kommen Sie.
hat das notwendige Zeitfenster schon vorbereitet. Jetzt können wir nur hoffen, dass der gute Bischof es nicht wieder vermasselt. Schade, wie kommt nach uns an? Ja, wo sind Sie denn? Hier bin ich. Hoffentlich wird das jetzt funktionieren. Ein historischer Moment, meine Damen und Herren. Wenn wir ganz fest daran glauben. Wir machen das. Wir packen das. Hildesheim, wir packen das. Wir werden das Zeitparadoxon korrigieren, gemeinsam. Meine Damen und Herren, hoffen wir, dass jetzt alles gut geht. Die letzten Minuten, um zu retten, was es noch zu retten gibt. Herr von Bose, haben Sie soweit alles vorbereitet? Ja, Herr von Bose nickt. Gut, dann öffnen Sie jetzt das Zeitfenster, Herr von Bose. Oh, jetzt wird's mal nicht. Konzentration. Achtung, Achtung! Bischof von Hildesheim werden. Ja! Er hat's gesehen. Zeitparadox neutralisiert. Zeitparadox aufgelöst. Zeitparadox ist weg. Sie entschuldigen mich. Ich muss dringend nachsehen, ob die Kirche steht. Verteidigung. Kommst du? Na, was denkst du? Sie hier, oh Herr, hilf, dass nicht alles umsonst war. Komm! Hoffen Sie, beten Sie, hoffen Sie. Und ich, die Kirche steht! Hey. Ja! Herr Bischof, brauchen Sie uns noch? Nein, vielen Dank für diese wunderbare Reise. Gern geschehen. Dankeschön. Ich bin jetzt der Juri von DSDS.
Ich danke an Charlie. Ich fahre mit. Ihr wisst halt, ihr wart super. Wir sehen uns spätestens 2093 oder früher in ein paar Jahrzehnten, wenn ich geboren. Und bis dahin würde ich sagen, zurück in die Zukunft. Aber ihr könnt das auch. Ja. Juhu! Ich hoffe, Ihnen zu Diensten gewesen sein zu können. Wir fahren jetzt nach Jerusalem und lassen den Felsendom verschwinden. Viel Spaß, auf Wiedersehen. Beam me up. Dankeschön, gute Reise, gute Reise. Tschüss. Vielen Dank für alles. Meine Liebe, ich, verstehst du, ich, die Zeit mit dir war wunderbar. Du bist eine wunderschöne, warmherzige Frau. Aber ich musste was geschehen, es gibt da was, was ich tun muss. Meine Bestimmung, mein Schicksal. Mit uns, das hätte nie geklappt. Du bist eine Göttin, ich bin nun Bischof. Und auch architektonisch haben wir doch grundverschiedene Vorstellungen. Wie gerne würde ich bei dir bleiben, aber mein Platz ist hier, bei diesen Menschen. Ich werde nun in ihr Gotteshaus gehen und meines Amtes walten, damit es fortdauert, 1000 Jahre und länger, und meine Ruhestätte wird, vielleicht nicht gar so eckig. Ich weiß, tu, was du tun musst, ich bleibe in deiner Nähe. Ich habe gehört, es gibt hier noch ein schönes Stück Ägypten. Ja. Etwas eckig? Ja, das wäre das Römer Pelizius Museum. Da gehen Sie die Straße runter. Und dann rechts. Rechts, genau. Ah, vielen Dank. Ja, ein Stück Heimat. Wie schön. Da kann ich endlich meine verflucht engen Reiseschuhe ausziehen. Ein bisschen müde bin ich auch schon. Vielleicht habe ich auch ein Plätzchen für mich frei. Ja. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ach ja. Die hat schon Klasse. Und diese Nase. Meine lieben Hildesheimer und Hildesheimerinnen, ich möchte Dank sagen. Liebe Gäste aus dem Umland und aus Peine, liebe Gäste aus ganz Deutschland, dem europäischen Ausland, vielleicht sogar aus der ganzen Welt. Dank sagen möchte ich für die freundliche und kräftige Unterstützung, dass diese schöne Kirche wieder steht oder noch oder wie auch immer. Ich danke allen. Danke an die Glaubensgruppen, dem Mann im Mond, der TFN-Laienspielgruppe. Den Fans der Lilie, den Schulkindern und Musikgläubigen der Spielgruppe 4. Den Schirmherrinnen, die Korallen. Den Bierkriegern, dem deutsch-türkischen Theater. Den Rock im Schelf mit dem Russelrock, den Kids. Den Fanclub der Theater G der Robert Bosch Gesamtschule. Den Angelnern der Göttin Natura, den Studentinnen der HAWK. Den Rolli-Valator-Gläubigern, dem Theater Alt und Jung, die auch das Boritaten-Theater aus Peine dargestellt haben. Den Engeln der RAM oder RAM-Laienspielgruppe. Den Erzählern der Hildesheimer Kostümführer. Danke an Herrn von Bose und seinem Navigator. Den kleinen Dennis, der in Wirklichkeit Anna Schinkel heißt. Den Piraten, die Halbwelt, die freien Radikalen. Das Boritaten-Theater hatten wir schon. Im Hofstadt war auch unter anderem bei das Theater Hohwald. Die haben sich aber jetzt schon vorzeitig verabschiedet. Lausebingel Gunther und seine Majestät Otto der Dritte. Den großen
Jürgen Hildesheimer, Dietrich Billing und Johannes Bogenhagen. Salvador Dali und seine bezaubernde Charlie. Marketingfragen, unsere Marketenderin Cora Schulze-Gräsel und unseren Herrn Oberbürgermeister Horst Schrader. Großer Dank auch an unseren Reiseleiter Dirk Umlauf für die Gemütsriege, wenn wir sie in Temperamente in den Norden Germaniens gebracht hat. Und natürlich meine liebsten Kleopatra. Ja, aber lieber Bischof, wir danken Ihnen natürlich auch. Ja, liebe Hildesheimerinnen und Hildesheimer, bevor ich Sie nun einlade in die Michaeliskirche, darf ich Sie bitten, die Stühle und die Halsbänder vorne an den Wagen abzugeben. Dann sind Sie anschließend eingeladen, wie gesagt, in der Michaeliskirche. Genießen Sie den Raum, den Klang und die Atmosphäre. Eine kleine musikalische Reise, keine Angst, dauert nur eine halbe Stunde. Klänge für Michaelis, kommen Sie, anschließend trinken wir noch ein Gläschen. Können wir auch vorher schon machen, da das Konzert erst um 8 Uhr beginnt und um 20 Uhr Einlass ist. Vielen Dank. Oh, jetzt mir voll Thank you.
Thank you.
Thank you.